Servus La und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video für die Let's Play-Reihe im Football Manager 24. Wir machen heute weiter an Tag 1 mit unserem Let's Play Spielstand. Und zwar haben wir ja im ersten Video mal die Mannschaft uns angeschaut und die Taktik. Das heißt, wir gehen jetzt dann auf die Mitarbeiter und auf die Kalenderansicht. Also wir planen Testspiele und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. So. Ich muss noch ganz schnell was einstellen, weil irgendwie hat er das nicht übernommen. Ah, jetzt hat er es übernommen. Okay. So, jetzt hat er es auf Steam übernommen. Ja, also. Wir streamen nebenbei auf Twitch. Auch hier könnt ihr gerne meinem Kanal folgen, wenn ihr wollt. Wenn euch die Videoreihe natürlich gefällt, lasst einen Daumen da oder abonniert sogar den Channel, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, ich hätte jetzt mal gesagt, wir klicken jetzt trotzdem mal durch bis zum ersten. Da gehen wir schnell nochmal rein. Okunuki. Also, der Valentino Rossi soll man umsetzen, defensives Stellungsspiel. Und beim Okuniki soll man umstellen, die Nervenstärke verbessern. Dann Tyler Duman soll man die Spielereigenschaften trainieren lassen, ins Angriffsdrittel vorzustoßen. Beim Herr Goller soll man das machen und auch beim Herr Schleimer machen wir auch. Dann beim Okuduki den schwachen Fuß trainieren, beim Schleimer den schwachen Fuß trainieren und beim Nürnberger. Nürnberger geht ja eh weg. Auf Sprachkurs schicken, weiter. Mitarbeiter mache ich jetzt nichts, weil die machen wir ja jetzt dann erst noch. Auch wenn die Vorschläge manchmal immer gar nicht so schlecht sind, aber da zeige ich euch dann ein bisschen, wie ich die immer suche und wie ich da rangehe. Genau, ansonsten hätte ich jetzt, wie gesagt, dass wir einfach mal vorspielen bis zum. Also, wir haben am 30. noch ein Testspiel. Dann sagen wir doch das Testspiel am 30. ab und starten erst mit dem Testspiel am 2., weil dann sind nämlich alle Spieler auch weg, wenn wir zum 1. Juli sind. Training, Terminplan. Dann sagen wir doch Testspiel noch, Testspiel hier noch ab. Ja. So. Heute gibt es einen leckeren Käffchen dazu. Und da haben wir noch die Absage gemacht. So, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass wir hier noch, da ist ein wenigerer Tag, da machen wir auf jeden Fall einmal noch Standardsituationen rein. Und trainieren noch ein bisschen Standards. Und hier trainieren wir noch ein wenig die Offensive im Angriffsspiel abwartendes. Ja, aber nur dieses Mal. So, ich lasse das Training an sich immer von meinem Co-Trainer machen und greift dann im Prinzip nur immer so ein, ja, so ab und an mal ein. Ich lasse jetzt, wobei wir müssen eigentlich erstmal nicht alles durchlaufen lassen. Wir können auch schon mal nach Mitarbeitern noch suchen. Und zwar gehe ich da immer gern als erstes mal unter Mitarbeiter und schaue mir natürlich meinen Trainerstab an. Die haben im Prinzip alle noch Vertrag. Bis 24 beziehungsweise 25. Und dann gucke ich im Prinzip, was ich erstmal für Qualität habe und was ich brauche. Das mache ich, indem dass ich hier auf Training gehe, auf Assistenztrainer
und dann auf Trainer zuweisen. Somit sehe ich ja schon mal, wie gut oder wie gut sind die Positionen. Dann schaue ich meinen Torwarttrainer an, den Dennis Neudam. Der ist an sich gar nicht so verkehrt. Bälle halten 13, Schüsse abwehren 13, Spielaufbau 11. Da können wir mal gucken. Hat aber am Schluss dann trotzdem bloß 3 Sterne in einem Bereich. Also da können wir mal gucken, ob wir zumindest einen, wenn meistens sogar zwei Trainer ich wieder wiederholen möchte. Ja, der Stürzenhofegger, der soll eigentlich unser Athletiktrainer sein. Wie ihr seht, der ist relativ schwach. Drum schmeißen wir den auf jeden Fall raus. Das heißt, am Anfang, wenn du neu anfängst bei einem Club, kannst du in den ersten Monaten immer eine einvernehmliche Vertragsauflösung machen. Da ist die Abfindung am wenigsten. Dann haben wir hier einen Athletiktrainer, den Tobias Dippert. Der hat Athletik 18. Und dann haben wir hier oben unseren Co-Trainer, den Frank Steinmetz. Der hat auch einen Athletik-Part und Standard. Darum hätte ich jetzt gesagt, wir geben den auf jeden Fall mal mit die Athletik-Position. Und ich klicke mich jetzt hier oben mal überall rein, nur dass man mal kurz. Ah nee, mache ich erstmal noch nicht, weil dann sehen wir, wo ich meine Stärken habe. Weil ich habe an sich meine Stärken in der Defensive, ja. Genau, dann können wir mal weitergehen. Die machen wir mal noch raus. So, dann können wir weitergehen zu dem Jerome Polenz, ist auch ein Co-Trainer. Der hat Defensive 12, Mental 12, Nachwuchs 16, Offensive 12 und Offensive und Taktik 15. Also können wir dem entweder die offensive Taktik geben, das wäre hier, oder ja, die offensive Taktik. Dann tun wir den da auch mal einsetzen und dann sehen wir auch gleichzeitig, dass wir hier auch wieder nur 3 Sterne Potenzial haben. Dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir den Co-Trainer, den Herr Tobias Zellner, der kann defensive Taktik und Technik. Ich habe jetzt hier noch Taktik offen und von dem her würde ich sagen, setzen wir den hier mal noch rein. Dich setzen wir mal hier noch auf offensive Technik. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier jemanden brauchen. Der Herr Stutzenhofegger ist ja dann nicht mehr weg. Den Athletiktrainer haben wir noch schon. Und unseren Analysten, der kann auch noch ein bisschen was. Ja, der kann halt auch noch Taktik. Setz den immer gern ein wenig so ein, hier überall, wo hoch steht, dass der hier die Trainings noch ein bisschen mit unterstützt, um dann halt einfach das Anstrengungslevel für die Trainer eben niedriger wird. So, also was haben wir gesagt? Wir brauchen auf jeden Fall einmal einen Torwarttrainer. Wir sollten gucken, dass wir in der Offensive auf jeden Fall einen für Taktik und Technik einstellen oder zwei. Können wir auf Assistenztrainer oder auf Assistenztrainer oder auf einen Co-Trainer gehen, dann können wir auch hier wieder nochmal ja, jemanden entlassen, der dann nicht so, also wie jetzt zum Beispiel, da könnten wir uns vor dem Polenze auch trennen und können gucken, dass wir hierfür auch nochmal einen Co-Trainer eingehen. Also gehe ich auf Personal suchen. Ich habe hier oben immer den Filter aktiviert. Den kann man hier aktivieren, wenn man hier auf den Pfeil klickt. Dann kommt hier das Feld, so ein Strich. Dann sieht man erstmal nichts. Das zieht man sich dann ein bisschen nach unten, dass da einfach ein wenig Platz ist zum Anzeigen. Und dann kann man hier auf Auswahl Attribute gehen. Wenn hier oben Schlüsselattribute hervorstehen steht, können wir natürlich auf Assistenztrainer gehen und dann haben wir gesagt, wir brauchen einen Assistenztrainer in der offensive Taktik. Und dann mache ich erstmal alles immer auf 15 und gucke mal, ob ich hier einen bekomme. Und wenn ich hier keinen bekomme, dann gehe ich zuerst mal ein bisschen mit der Zielstrebigkeit und mit den Attributen runter, weil die sind mir immer nicht ganz so wichtig.
wie dass er in der Offensive und in der Taktik gut ausgebildet ist. Und meistens ist er ja dann hier nur in einem schlecht. Und dann können wir gucken, ob er in einem anderen gut ist. So, jetzt haben wir hier den Mark Decreasy. Der wird eigentlich als bevorzugter Job als Scout angezeigt. Können wir mal gucken, was er denn als Assistenztrainer hätte, wobei, so wie es ausschaut, will er dann wahrscheinlich auch gar nicht. Aber der hätte Offensive 15, Taktik 15, Technik 15, was wir gesagt haben. Und er hat dann Motivationsfähigkeit 15, Zielstrebigkeit 12, Disziplin 11. Also den fände ich jetzt schon mal einen guten Trainer und er ist Belgier. Den können wir uns mal merken, weil dann hätte ich gesagt, dann gehen wir jetzt einfach nochmal eins runter, gucken, ob noch mehr kommen. Jetzt hätten wir noch den Jason Yule. Der kommt aus Jamaika. Allein deswegen, glaube ich, könnte man schon mal holen. Der möchte auch als Assistenztrainer arbeiten. Der hat jetzt zum Beispiel Disziplin nur 10. Disziplin heißt, sie spiegelt die Disziplin wider, die der Mitarbeiter hat. Eine höhere Bewertung bedeutet, dass der Trainer eine härtere Linie fährt und strenger ist, während einer niedrigen Bewertung eine entspannteren Ansatz bedeutet. Also sage ich jetzt mal, ja, Disziplin ist wichtig, aber er kann zumindest motivieren, er hat die Zielstrebigkeit, er hat eine sehr gute Taktik, er hat eine sehr gute Offensive, kann auch gut im Nachwuchs oder den Nachwuchs trainieren, also weil wir ja auch auf junge Spieler setzen. Also finde ich das jetzt den nicht mal verkehrt. Also setzen wir mal dem, machen wir den ein Angebot, was er haben will. Der möchte Assistenztrainer bleiben, das ist schon mal gut. Er kriegt keine Gehaltserhöhung und wir binden ihn mal für 3 Jahre. Und dann probieren wir mal, ob er sich mit 99.000 zufrieden gibt. Nee, das ist noch ein bisschen wenig. Dann kriegt er halt die 104. So, das passt. Ja, dann haben wir schon mal einen für die Taktik jetzt. Und dann haben wir noch gesagt, wir brauchen einen für die Technik. Das könnten wir jetzt auch wieder hier oben auswählen. Oder wir ändern hier nur den Attribut von Taktik auf Technik und gehen im Prinzip hier noch auf Attribute, Training und dann gehen wir auf Technik. Und dann gucken wir und dann haben wir hier jetzt schon einige Trainer. Müssen wir mal schauen, wen wir da holen. Also wir können jetzt das Spiel wieder machen. Wir können als erstes mal überall noch eins hochgehen, um zu gucken, wer dann schon rausfällt. Dann haben wir schon nur noch zwei. Wiederum den Scout als auch einen Sportdirektor. Wer schon mal einen Sportdirektor will, das wird nichts. Also der wird kein Trainer werden. Von dem her gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Dann haben wir wieder die. Dann schauen wir uns noch einmal den Tim Borowski an, Ex-Spieler bei Bremen und ein Jahr bei die Bayern. Schauen wir mal. Der will Co-Trainer werden. Als Co-Trainer finde ich ihn eigentlich relativ schlecht, weil er Führungsqualität, Spielerfähigkeit und Spielerpotenzial eigentlich nicht mit sich bringt. Aber er würde auch wahrscheinlich als Assistenztrainer arbeiten. Da hätte er sogar Nachwuchs 16, Offensive 15, Technik 16, Motivation 17, Zielstrebigkeit 15, Disziplin 10. Also wäre jetzt gar kein so ein schlechter, Entschuldigung. Und dann haben wir hier noch den Fran, der ist Spanier. Der hätte Offensive 15, Technik 17. Der ist aber in Disziplin und in Motivation nicht so gut. Also fände ich da den Tim Borowski schon mal besser. Dann haben wir noch den Marcia Correa, Brasilianer. Der wäre auch nicht so schlecht. Disziplin 12, Motivation 12, Zielstrebigkeit 10, Technik 16, Offensive 15, Defensive 15. Also der könnte auch als Defensivtrainer in Frage kommen. Was immer schön ist, wenn man so jemanden mitnimmt und wir gehen hier mal auf Scout, dann bringt er uns natürlich auch die Nation Brasilien näher. Also er gibt halt natürlich auch den anderen Mitarbeitern hier immer noch ein wenig die Info. Aber ich muss ehrlich gestehen, mir hat jetzt der Tim Borowski mal mehr oder weniger so am besten gefallen und würde sagen, nee, machen wir mal ein Angebot.
reicht ihm sogar ein Assistenztrainer, auch ihm 3 Jahre. Und dann, ja, schauen wir mal, ob er mit 120 zufrieden ist. Ja. 125. Ja. 130. Ja, okay, 130.000. So. Dann haben wir ja gesagt, wir brauchen auch noch was für die Defensive. Auch hier gehe ich dann einfach hin und suche dann mal kurz noch die defensive Variante. Wo hat man das jetzt nochmal einstellen können? Attribute, Mentales, nee, Training. Und dann nehmen wir hier mal die Defensive, weil die anderen Einstellungen können wir so lassen. Hier haben wir jetzt im Prinzip nur einen, diesen Marcio Correa, wo wir ja schon gesagt haben. Technik. Wir können aber dann natürlich auch noch gucken auf die Taktik. Vielleicht, oh, da hätten wir jetzt zum Beispiel wieder mehr. Dann mache ich die Technik selber und gebe halt die Taktik ab. Da können wir mal noch gucken. Wäre jetzt im Prinzip wahrscheinlich die zwei Sportdirektoren immer nett, die wollen dann immer nett. Also wir können es gerne mal probieren, aber die, wenn du mal jemand, der wohl Sportdirektor haben will, der will im Normalfall kein Trainer mehr sein. Wir haben einmal den Tony Lughlan von ein Ire. Der hat 15, 17, 12, 13, 13, 10. Dann haben wir als Jugendabteilungsleiter den Ed Wahid. Der hat Nachwuchs 17. Dann hat er Defensive 15, Technik 15, Technik 14. Und er wäre an sich so, aber auch ein guter Jugendabteilungsleiter. Müssen wir mal gucken. Disziplin 14. Oh, der wäre den würde ich fast einmal ein Angebot machen, den Engländer. Oder den Scout Van den Buis, ein Belgier. Defensive 15. Taktik 15, Motivation 16, Zielstrebigkeit 11. Da können wir mal gucken, was der unter Scout, weil der will ja scouten, der kann zum Beispiel Belgien, Saudi-Arabien, Frankreich, Niederlande, der wäre dann sogar ein interessanter Scout. Aber da können wir noch mal gucken. Also würde ich sagen, wir geben mal, probieren ihn mal einen Vertrag anzubieten. Aber wie ihr seht, der will hier schon Jugendabteilungsleiter sein. Wenn ich den jetzt auf Assistenztrainerstelle klicke, und der will auch zu viel Geld, also weil er ja als Jugendabteilungsleiter geht. Aber den können wir gucken, ob wir vielleicht einen Jugendabteilungsleiter brauchen. Dann nehmen wir den Tony Lughlan, den Iren. Der hatte ja an sich auch gute. Wie war denn der nochmal, der Technik hatte? Das war der Kuri. Nee, dann nehmen wir den anderen auf jeden Fall. Technik. Dann nehmen wir den Taktik. Attribute. Training. Taktik. Und dann haben wir gesagt, dann schauen wir, dass wir den Toni Louis einen Vertrag anbieten. Der will auch nur einen Assistenztrainer. Den kann sogar 4 Jahre, aber geht man auch einmal nur 3. Und mal schauen, ob der sich mit 150 zufrieden gibt. Nee. Hm, 161. Damit sitzt dann wahrscheinlich am Geld scheitern. Ja, 172. So. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch was für einen Torwart. Also gehen wir hier wieder auf Auswahl. Schlüsselpositionen, Torwart. Trainer.
Assistenztrainer, Torwart, Schüsse abwehren, Bälle halten. Gucken wir mal. Gehen wir mal auf Bälle halten. Da gibt es immer den Valerio Fiori, den habe ich schon in ganz vielen Saves, den finde ich eigentlich echt nett. Nach wem wir natürlich auch mal suchen könnten, der würde, sowas mag ich auch immer gern. Wir haben ja den Andreas Köpke, der hat jetzt zum Beispiel 13, 13, 13. Er hat leider wegen schlechte Werte, sonst hätte ich gesagt, hätten wir den natürlich echt gut nehmen können. Ist jetzt auch Trainer von Südkorea. Ne, dann nehmen wir mal den Valeri Fiori, Vertrag anbieten, der ist auch ablösefrei. Den binden wir 4 Jahre, kein Gehaltsbudget. Dann schauen wir mal, ob wir den auch für 120 verpflichten können. Dann schauen wir mal für 125. Für 130. Ja, 130. Also ich investiere auch im ersten Jahr gerne in die Mitarbeiter, weil das merkt man unheimlich beim Training, wenn ein Mitarbeiter auf jeden Fall dann die Fähigkeiten eben, ja, wenn der gute Fähigkeiten hat, dann tut sich das Training unheimlich aufbauen. Jetzt können wir mal noch nach dem anderen Torwarttrainer gucken, nach Schüsse abwehren. Da gibt es den Giuseppe Benadelli. Der ist aber bei Albio Leffel angestellt. Das heißt, der wird auf jeden Fall Geld wollen. Dann machen wir hier natürlich mal die alle auf 14. Gucken wir, wen wir da noch haben. Da könnte man auch wieder den Valeri Fiori eingeben oder den Gregory Jaupet, ein Franzosen wahrscheinlich. Ja, das ist ein Franzose. Der hätte auch keine schlechten Werte. Dann schauen wir mal, was wir noch haben, wenn wir noch ein bisschen weiter runter gehen. Oh, jetzt hätten wir 9. Es wäre natürlich ein Deutscher cool. Mal schauen, der, na, das ist ein Amerikaner, der Brad Friedel. Portugiese. Der hat natürlich Schüsse abwehren 17, was natürlich auch cool wäre. Das könnte man natürlich auch machen, dass man mal sagt, man geht. Oh, ich habe Schüsse abwehren runter, ich Depp. Statt Zielstrebigkeit. Können wir Schüsse abwehren dafür noch eins raufgehen? Haben wir 3 gute. Den David Watson, Torwarttrainer aus England. Der ist auch nicht. Der ist auch mit 16, 16, 16. Der ist eigentlich auch eine unheimliche Waffe. Den Luis Estevas aus Portugal. Den Lorenzo Squisi aus Italien. Aber dann geben wir doch dem Watson noch einen Vertrag. Dann noch mal ein sehr gutes Torwart-Duo, die sich die Arbeit auch teilen können. So. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich meine Mitarbeiter so auswähle. Ich denke, das reicht jetzt auch erst einmal für das Video. Gibt dann natürlich noch ganz mehr Sachen, was wir mal machen müssen. Wir müssen dann noch schauen, was wir neue Scouts brauchen und was wir da verbessern können. Dann natürlich in die medizinische Abteilung. Aber ich denke, wenn wir jetzt nur ein ganzes Video über Mitarbeiter machen, ist ein wenig blöd. Jetzt schauen wir mal die nächsten Tage noch durch, bis die kommen. In der Hoffnung, dass die auch relativ zeitnah kommen, weil dann können wir natürlich hier gleich mal noch die Sterne an, uns anschauen, wie sich das verbessert hat. Dann stellen wir uns mal der Mannschaft vor. Ich möchte mich gerne als euer neuer Trainer vorstellen. Ich würde natürlich gerne die Unterstützung für den Strafenkatalog als Dings erwähnen, dann ich möchte nun gerne über einige Zusagen sprechen. Ich möchte besonders auf jüngere Spieler im Kader setzen. Dann natürlich auf den DFB-Pokal, da sollen wir uns gut verkaufen.
Und dann natürlich die Ziele in der zweiten Bundesliga, nachdem das uns der Vorstand natürlich auch nur die obere Tabellenhälfte hat, mache ich das auch immer gern, weil sonst fühlen sie sich dann nicht ganz so stark. Vor allem, weil wir ja auch nur auf Platz 7 gewertet werden. Also ich denke, dass wir stark genug sind, uns in der oberen Tabellenhälfte. Genau. Und das ist dann, Valentini sagt es auch, das ist ein Ziel, hinter dem sie alle stehen. Und dann sage ich Dankeschön. Ich habe sonst keine weiteren Punkte. Wir haben eine sehr zufriedene und erfreute Auswertung. Haben hier eine gute Zusammenfassung. Und auch hier alle natürlich ziemlich nach oben geschossen. Also von dem her haben wir alles richtig gemacht und haben die Mannschaftssitzung damit auch erfüllt. Wie gesagt, dann hätte ich gesagt, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht kommen jetzt dann auch schon die ersten Mitarbeiter. Einführung Training. Wie gesagt, Mannschaftstraining soll der Mitarbeiter planen, individuelle Training ich. Und das so überall, auch zu dem individuellen Training werde ich dann noch kommen. Das schneiden wir dann aber auch im nächsten Video an, dass die Videos einfach nicht so lang werden. Er lädt jetzt mal. National Braun lehnt neuen Vertrag ab. Klar, der geht ja jetzt dann. Dann haben wir hier noch die Medienvorstellung. Die können wir natürlich auch noch machen. Kurz, dann ist das in dem Video noch abgehakt. Wie fühlt es sich an, der neue Cheftrainer von Nürnberg zu sein? Es ist eine echte Ehre, diesen Posten anvertraut zu bekommen und ich freue mich sehr auf alles, was kommt. Dies ist eine herausforderndes Umfeld und genau hier wollte ich arbeiten. Ich bin heiß darauf, anzufangen. Ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten und ich möchte härter arbeiten als jeder andere der Trainer da draußen. Ich bin begeistert, der neue Trainer von Nürnberg zu sein und ich bin mir sicher, dass ich hier erfolgreich sein kann, auch wenn vielleicht nicht alles sofort funktionieren wird. Ich denke mal, ich mache mal das. Sie stehen heute als neuer Nürnberg-Trainer hier vor der Presse. Dass Sie ein großer Fan des Vereins sind, muss doch wahrscheinlich ein Traum für Sie in Erfüllung gegangen sein. Ich bin einfach richtig glücklich, dass ich einen Verein, den ich schon so lange verfolge, daher bedeutet es mir alles, diese Chance zu bekommen. Die Freude kann ich nicht verbergen. Es ist ein großartiges Gefühl. Ich denke nicht, dass ich diese Frage beantworten möchte. Das wäre neutral überzeugend. Es bedeutet mir wirklich sehr viel, aber ich darf mich nicht in den Gefühlen verlieren. Es gibt viel zu tun. Ich liebe diesen Verein. Ich muss aufpassen, dass es meine Objektivität nicht beeinflusst. Also ich würde das hier machen trotzdem. So, was hat Sie an diesem Job interessiert? Da gibt es immer was mit der Philosophie. Das finde ich immer ganz gut. Wir schätzen Sie als sehr defensiv denkender Trainer ein. Wie werden Sie diesen Faktor in die tägliche Arbeit? Auch da bin ich eher der Überzeugung, jede Mannschaft muss eine starke Defensive besitzen, aber wir werden uns nicht nur hinten einigeln. Es ist mein Job, dass wir ein insgesamt gut funktionierendes Team haben, unabhängig von meinen taktischen Vorlieben. Und mache ich das? Sie stammen hier aus der Umgebung. Hilft das, die Fans auf ihre Seite zu bringen? Fans ist immer wichtig. Ich glaube, dass die Fans zu mobilisieren ist von wesentlicher Bedeutung für den langfristigen Erfolg. Hoffentlich kann meine lokale Herkunft dabei helfen. Ich denke, das kann nur nützlich sein. Damit haben wir direkt eine Beziehung zu den Fans. Das hier ist, glaube ich, nicht schlecht. Denken Sie, dass der Kader genug Qualität hat? Wir haben hier fantastische Mannschaft und ich bin zuversichtlich, dass auf jeder Position Qualität vorhanden ist. Haben Sie die Spieler schon getroffen und die Stimmung im Kader? Dieser Verein hat die Reset-Taste gedrückt und somit bekommt jeder seine Chance, mich von sich zu überzeugen. Eine tolle Zeit also für die Spieler. Ich sehe einen Kader voller Spieler, die beeindrucken wollen, um ihre Chancen zu optimieren, von mir ausgewählt zu werden. Das ist doch schön. Wollen Sie den Nürnberg-Fans irgendetwas mitteilen? Ohne unsere Fans werden wir nichts erreichen können. So einfach ist das. Ich muss die Fans für mich gewinnen, das weiß ich. Ich werde vor nichts Halt machen, um ihnen alles zu geben, wovon sie jemals geträumt haben. Das fand ich jetzt ein bisschen groß. Wie schätzen Sie das Potenzial für einen langfristigen Erfolg von Nürnberg ein? Wir werden unsere ambitionierten, ich möchte diesen Verein zu langfristigen Erfolg verhelfen. Das ist doch, klingt doch gut. Was kann die Mannschaft von Nürnberg im Training von Ihnen erwarten? Wir müssen smarter arbeiten.
Mir geht es um die Balance. Wir werden dafür sorgen, dass die Mannschaft für jedes Spiel bereit ist. Das müssen wir abwarten. Noch nie hat jemand ohne harte Arbeit und Opferbereitschaft etwas erreicht. Das erwarte ich von jedem. Wir müssen jeden Tag alles geben. Nur so können wir uns verbessern. Oder würde ich fordern? Ich denke das. Ist Fabian Nürnberg ein Spielertyp, um den sie herum eine Mannschaft? Das ist jetzt wieder eine Frage, die ist ja total blöd. Ich nehme da das Neutrale, weil der geht ja auch. Ja. Die Öffentlichkeit will darauf eine angemessene Antwort von Ihnen hören. Ist Fabian Nürnberg ein Spielertyp, um den herum eine Mannschaft aufgebaut? Ja. Wird Enrico Valentini weiterhin als Kapitän fungieren? Ich habe noch nicht entschieden, wer Kapitän ist. Bin immer schön die Finger von der Sachen lassen, die funktionieren. Das ist unser Kapitän. Ich würde mal das sagen, weil ich lasse ihn auch als Kapitän im ersten Jahr, auch wenn er manchmal dann nicht spielen wird, aber das versteht er auch ganz gut. Also von dem her. Welchen Druck steckt dahinter, wenn man wie Sie kurzfristig Erfolg und langfristige Ziele vereinen muss? Ich denke, dass sich jeder im Verein von Vorstand bis zum Busfahrer voll mit dem Projekt identifizieren muss. Man muss mit allen verfügbaren Kräften an einem Strang ziehen, wenn man erfolgreich sein will. Die langfristigen Ziele können manchmal davon ablenken, dass man jeden Tag im Heute sein Bestes geben muss, wenn man sie irgendwann erreichen will. Wir wollen ehrgeizig sein, aber dorthin zu kommen ist ein Prozess. So, dann haben wir die Pressekonferenz auch fertig. Ja. Ansonsten habe ich die auch an meine Mitarbeiter übergeben, außer bei Spielerneuverpflichtungen. So, jetzt klicken wir mal noch weiter, dass wir da ein bisschen die Woche durchkriegen. Mal ja die Line jetzt dann enden und dann Einführung Scout, das lasse ich erst einmal noch, das übernehme ich dann später. Muss ich das jetzt schon auswählen? Jetzt habe ich auf Autoauswahl geklickt. Kann ich das noch ändern? Der ist eh nicht da. Jan Kimmerer ist verletzt. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Scheiß gemacht, weil ich aus Versehen auf Autoauswahl geklickt habe. Schauen wir mal kurz, ob wir das dann nochmal ändern können. No. So, dann können wir da fortfahren. Da gibt es wahrscheinlich nicht viel. Nürnberger Line enden, genau. Dann Bogdan Mykydenko gilt jetzt als Eigengewächs. Der Herr Braun ist verletzt. Das lassen wir natürlich noch den Physio übergeben. Dann haben wir unseren ersten Assistenztrainer, den akzeptieren wir natürlich. Ich denke, dass die jetzt dann heute wahrscheinlich alle kommen. Hoffe ich. So, Horns Ausleihphase Ende, Blume hält ablösefreien Transfer. Das sind die ganzen Verträge. So, zwei Spieler der ersten Mannschaft, das machen wir einfach so, fortfahren. Dann haben wir da den nächsten Assistenztrainer. Warte mal, wo waren der da? Intensivsprachkurs anmelden. Die ausländischen Trainer muss man natürlich immer
zum Intensivsprachkurs anmelden und dann möchte ich immer, dass sie Spielerempfehlungen uns aus ihren Ländern geben, die sie halt haben. Dann akzeptieren wir den nächsten, den Torwarttrainer. Ich die jetzt alle als Assistenztrainer oder als Torwarttrainer eingestellt? Der Fisch, neuen Einjahresvertrag, Ben Schneitzers Unterschrift und der neuen Zweijahresvertrag, Fischer. Der nächste. Genau, da haben wir dann gesagt, da müssen wir einen entlassen. Dann können wir da aber auch den Torwarttrainer dafür entlassen, weil dafür haben wir ja die anderen geholt. Vertragsverhandlungen, einvernehmliche Vertragsauflösung bestätigen. Also kommt der Tim Borowski. So, jetzt gucken wir dann, dass wir das Video zum Abschluss bringen. Und dann gucken wir, wenn dann der erste ist, dass wir hier natürlich auch dann noch, dass wir dann so, jetzt ist der große Monatswechsel da, 1. Juli. Gehen wir mal nochmal die Mails durch. Die Ausleihphasen enden da noch. Start der Transferphase, Fragen, Transferphase geöffnet, Beginn, Transferfenster für ablösefreie Spieler, Ratschläge zur Aufstellung. Dann können wir jetzt gleich einmal noch unsere Trainerposten durchgehen. Das lade ich noch einmal, dass noch mal kurz die Zeit weiterspringt. So, und dann gehen wir noch zum Abschluss die Trainer durch und dann mache ich im Hintergrund dann mal die anderen Mitarbeiter und dann nehme ich das nächste Video auch auf. Bräuning geht nach Regensburg, dann sind es die Sachen von unseren Partnervereinen. Regensburg 16 neue Verpflichtungen, die sind ja abgestiegen, die haben eine komplett neue Mannschaft. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass da so viele unwichtige Mails dabei sind. So. Also gehen wir auf Training, auf Assistenztrainer, auf Trainer zuweisen. So, jetzt haben wir hier die Torwarttrainer, die sind jetzt schon drin, das passt. So, dann haben wir den Frank Steinmetz, nehmen wir das Taktik-Defensiv wieder raus. Dafür haben wir ja jetzt geholt den Lugen, der geht in die, das war defensiv, genau, das war defensive Taktik. So, dann haben wir den Tim Borowski haben wir gehabt für die offensive Technik. Offensive Technik, der ist auch schon drin, also können wir hier natürlich den auch rausnehmen. Dann haben wir den Jenschen Jühl, den haben wir für die offensive Taktik, der ist da auch schon drin, das passt. So, und dann haben wir so, erstmal noch keinen. Müssen wir mal gucken. Einer fehlt dann noch. Das heißt, wir können hier beim Jeremy Polanze, können wir jetzt das hier rausmachen und das hier rausmachen und das hier rausmachen und dann können wir den eigentlich auch entlassen. Oder aber wir können uns nach einem neuen Leistungsanalysten umschauen. Das könnte man natürlich auch. Und könnten dem natürlich hier die Sachen geben, dass der hier einmal
alles mit trainiert. Ah, einen Standardtrainer braucht man noch. Müssen wir mal gucken. Wobei das immer so eine Sache ist, dass der nicht als Standardtrainer, sondern meistens sind die guten Standardtrainer die Assistenztrainer. Da müssen wir vielleicht doch nochmal jemanden entlassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Aber jetzt habt ihr gesehen, wenn wir jetzt in die Übersicht gehen auf OK, dann hat sich das doch schon ganz schön verbessert. Also wir haben in der Athletik und in der Schnelligkeit, warte mal, da schauen wir mal nochmal kurz rein, Trainer zuweisen. Ah, der hat sich so. Jetzt hat. Okay, jetzt passt. Haben wir 4-4. Wir haben bei den Torhütern mittlerweile 4 und 4,5 Sterne. Wir haben in der defensive Technik 3,5 Sterne und 4 Sterne. Wir haben in der Ballbesitztechnik 3,5 Sterne und 3,5 Sterne. Wenn jetzt da nochmal einer kommt, dann kann ich noch eine Trainingsarbeit abgeben und dann schaut es auch besser aus, weil ich dann automatisch mehr wieder bekomme. Wir haben in der Offensive 4 und 4 Sterne, das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Standardtrainer und dann schaut das Thema gut aus. Wie gesagt, den hole ich dann auch noch und gebe euch dann einfach im nächsten Video Bescheid. So, Video bei 40 Minuten. Ich denke, wir machen jetzt hier eben mal einen Cut. Dann mache ich die restlichen Mitarbeiter alleine und dann hole ich euch zum nächsten Testspiel wieder mit dazu in der Live-Aufnahme und im nächsten Video. Und dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Serie gefällt, lasst natürlich einen Daumen da, kommentiert, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Verbesserungen habt. Ansonsten lasst ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich freue mich auf euren nächsten Besuch. Dankeschön. Servusla, euer Frankenzipfel.